Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr euch wieder reingeklickt habt zu einem Action Haul. Ja, ich war wieder bei Action, habe einiges geshoppt. Möchte ich alles zeigen? Los geht's! Wie erwähnt, einiges geshoppt und ja, ich quatsch nicht lange, sonst wird das ewig, das Video. Ich zeige euch einfach, was mit durfte. Angefangen haben wir mitgenommen. Einmal habe ich mir so bunte Söckchen ausgesucht. Ich trage die am liebsten am Abend auf der Couch, gemütlich nach dem Duschen. Ja, habe ich mir so ein Dreierset mitgenommen mit so Sternchen in rosa und mit Herzchen in weiß und so gestreifte. Ja, die möchte ich gerne testen. Dann habe ich mir was mitgenommen, was ich an sich so schon kenne, aber nicht in dieser Art. Und zwar so Footies. Das sind diese hier. Was da besonders ist, das sind nicht so normale Füßlingssocken, sondern die gehen dann doch ziemlich weit rauf, wenn ihr das sehen könnt. Die schließen also eigentlich erst ziemlich weit oben am Fuß ab. Möchte ich gerne mal probieren. Ich trage ja super gerne Mokassin und da eignen sich, glaube ich, die richtig gut. Vom Stoff her weiß ich nicht, ob man in denen nicht ein bisschen schwitzt. Sind aus 97% Polyamid und 3 Elastan. Kann man auf 40 Grad waschen. Ja, ich muss es ausprobieren. Ich habe sie mir zweimal in Schwarz mitgenommen. Also das sind dann 4 Stück, so wie ich das erkenne. Ja, 2 Paar oder ein Paar. Ich glaube 2 Paar. Also 2 Packungen in Schwarz und auch einmal in Weiß. Dann war ich in der Beauty-Abteilung. In der Beauty-Abteilung haben wir mitgenommen einmal mein Freund ein Axe Aftershave. Witzigerweise, mein Freund greift dann meistens zu Duschgelen, Deos, wie auch immer bei Action. Ja, diesmal war es ein Aftershave, was mit durfte. Und es ist die Variante Smooth Cedarwood. Ja, sagt mir an sich nichts. Aber er hat da eigentlich einen recht guten Geschmack und deswegen, ja, sucht er das immer aus. Und das ist für mich vollkommen okay. Ich habe mir mitgenommen von Alvira. Ich muss sagen, die Marke Alvira an sich finde ich richtig gut. Da habe ich schon echt viel getestet und mag die eigentlich. Da habe ich mir diesmal mitgenommen einen Make-up Remover. Also so ein Zwei-Phasen-Produkt, was man dann eben schüttelt. Und das soll das Make-up gut abnehmen. Ja, ist ja nur für das Augen-Make-up gedacht. Habe mir gedacht, ja, das möchte ich auch mal testen. Ich schaue jetzt gerade, ob man da irgendwas, also der erste Wirkstoff ist Wasser, was ja schon mal nicht schlecht ist. Ob es mit Alkohol ist, würde ich jetzt nicht lesen. Aber ja, ich möchte es einfach gerne mal testen. Dann habe ich weiters zugeschlagen bei Masken. Wie soll es anders sein? Komischerweise jedes Mal, wenn ich zu Action komme, gibt es immer wieder neue und die möchte ich gerne auch testen. Und ich habe mir von The Beauty Depth mitgenommen. Einmal Ticket to the Tropics. Das ist diese Variante hier. Dann einmal Beach Babe. Und einmal Squeeze the Day. Die ist jetzt mit Grapefruit. Die ist mit Drachenfrucht. Und die ist mit Papaya. Einfach mal zum Testen. Wann ich die machen werde, gute Frage. Ich habe ja so viele im Backup. Aber ich kann trotzdem nicht daran vorbei. Dann habe ich mir mitgenommen, das habe ich sehr spannend empfunden. Und zwar habe ich Body Mists gesehen. Und so habe ich die noch nie bei Action gesehen. Und zwar, ob es jetzt original ist oder ein Dupe, sage ich jetzt mal. Völlig egal. Ich habe mir einmal dieses hier mitgenommen, Gas Girl. Riecht richtig gut. Ich habe im Geschäft daran schnuppern können. Denn da waren so Tester aufgestellt. Das ist eher sehr süßlich und ein bisschen herb und kommt in so einer lilanen Verpackung. Und dieses hier, das 1981, war, glaube ich, eher ein ganz frischer Duft. Ja, auch sehr ähnlich, aber doch mehr süßlich. Hat mir gut gefallen und nachdem ich ja aktuell im Homeoffice nicht immer zu Düften greife, sondern gerne auch zu Body Mist, habe ich mir gedacht, ja, die beiden sprechen mich an. Waren aber gar nicht so günstig. Rechnung habe ich wie immer nicht eingepackt. Aber ich glaube irgendwas mit 5, 6 Euro. Aber wenn es wirklich original Guess
Body Mist sind, dann finde ich den Preis vollkommen akzeptabel. Völlig egal, mir hat der Duft gefallen, deswegen durften sie mit. Weiters habe ich mitgenommen von Alvira die Make-up Removing Wipes. Da habe ich sowohl die grünen hier, aber auch schon die rosenen getestet. Mehr dazu dann im Aufgebraucht. Ich habe mir jetzt zweimal die grüne Variante mitgenommen. Sind um einiges billiger als zum Beispiel BB-Tücher, die ich auch gerne mag. Und ja, da durften zwei Päckchen wieder mit. Auch in der Haushaltsabteilung war ich und habe ein paar Dinge gefunden. Im Wochenangebot, wo ich war, waren Handtücher in Aktion. Da habe ich mir einmal diese Petrolfarbe zweimal mitgenommen. Also das sind wirklich ganz schlichte, normale Handtücher. Nicht allzu groß. Von der Größe her sind sie jetzt 50 x 100. Habe ich mir eben zweimal in dieser Petrolfarbe mitgenommen. Da ich die doch regelmäßig wechsle, also ja, so alle eineinhalb, zwei Tage, je nachdem, wie oft ich mir die Hände wasche, habe ich sie mir auch noch in so einem Grau mitgenommen. Schauen wir mal, wie lange sie halten werden. Vom Qualität, vom Anfühlen her finde ich sie richtig angenehm und habe sie mir eben in diesem Petrol und in dieser grauen Variante mitgenommen. Mal schauen, wie sie sich tun. Aber bei Handtüchern kann man ja eigentlich meiner Meinung nach nicht viel verkehrt machen. Auch noch mitgenommen habe ich mir aus der Küchenabteilung diese Teile hier. Ist eigentlich für Besteck sortieren, Löffel, Gabel, Schneebesen, wie auch immer, kommt so durchsichtig. Und ich habe es mir aber gedacht für meine Schminkaufbewahrung hinten, dass ich gerne da vielleicht meine Bronzer oder Blush besser sortieren kann, was ich richtig cool finde. Das hat hier unten so einen eigenen Bezug. Sieht zwar jetzt nicht unbedingt hochwertig aus, aber da ist so ein Bezug dran, was hinten mit Noppen ist, dass es nicht verrutscht. Denn meine, wo ich meine ganzen Bronzer und so habe, verrutschen manchmal, wenn es nicht voll ist. Und da habe ich mir vier Stück, glaube ich, sind es vier, drei Stück mitgenommen, weil die eben nicht verrutschen. Und ich dachte mir, okay, um das Ganze zu umgehen, dass die da eben jetzt nicht so wunderschön sind, werde ich mir vielleicht so aus einer Glossybox oder so so buntes Papier einlegen, dann sieht man das nicht. Mir ging es eigentlich um die rutschfesten Noppen, damit sie eben nicht hin und her rutschen. Und ja, man kann ja auch Produkte mal zweckentfremden. Dann habe ich mir noch mitgenommen, auch noch nie bei Action gekauft, aber ich habe es für gut empfunden, einmal diese Schlapfen. Die habe ich mir jetzt gedacht fürs Büro. Aktuell bin ich zwar im Homeoffice, aber meine Büroschlapfen, also ich habe immer Schlapfen im Büro an, sind schon richtig runtergerockt, hatte ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre. Und da können unbedingt mal neue hin. Und da weiß ich den Preis noch, die haben 6 Euro gekostet, was ich super günstig finde. Und habe mir gedacht, in so einer schwarzen Optik, ja, ist da nichts verkehrt. Ich habe sie in der Größe 40 mitgenommen. Ja, und habe mir gedacht, für die Arbeit vollkommen ausreichend. Und dann habe ich noch welche gesehen, die mir auch richtig gut gefallen haben. Aber einfach für zu Hause oder ja, auch wenn ich vielleicht beim Einkaufen bin. Und da dürften diese hier mit. In Gold. Haben halt eben nur eine Schlaufe, nicht so wie die hier. Die haben ja zwei. Das sind ja, finde ich, so typische Schlapfen, wie man es kennt. Und die haben doch ja irgendwie Ähnlichkeit mit Birkenstock. Und ja, in dem Gold habe ich mir gedacht, sind die vielleicht auch schick mal zu einem Kleid. Oder zu einer Hose. Ja, werten vielleicht das Outfit auf. Mal sehen, wie ich mit denen gehen kann. Ich bin eigentlich nicht so der Schlapfentyp. Und fand das aber auch gut, dass das innen ein bisschen rauer ist. So verrutscht man auch nicht. Mal sehen, wie ich die finden werde. Und im Notfall um den Preis werden es einfach Gartenschlapfen, dass ich meine Blumen gießen kann. Ja, und zum Schluss war ich natürlich auch in der Dekoabteilung und da habe ich auch richtig tolle Sachen gefunden. Zwei Dinge mal für den Garten. Einmal diese Schnecke hier möchte ich gerne noch zu meiner Gartendeko ja, dazu integrieren. Bin zwar schon etwas spät dran, aber ja, man muss natürlich die Sachen so besorgen und kaufen, wie man sie eben sieht. Und da habe ich diese Schnecke mit diesem rot-orangenen Häuschen richtig süß gefunden. Und eine zweite Schnecke durfte auch noch mit ein bisschen anderen Augen, aber auch richtig herzig, ja, in so einem schönen Türkis. Und die beiden, habe ich mir gedacht, werde ich noch, ja, in meiner Sommerdeko
im Garten dazu integrieren. Ja, auch wenn sie vielleicht dann doch nur mehr 3, 4, 5 Wochen stehen, möchte ich sie noch dazu dekorieren. Fand sie richtig schnuckelig und ja, die dürften mit. Und wenn sich das Wetter dann schnell ändert, dann räume ich sie halt weg und habe nächstes Jahr eine Überraschung, weil ich sie dann zum Schluss nicht mehr so lange gesehen habe, was ja dann auch wieder schön ist. Dann habe ich was gesehen, was mir auch richtig gut gefallen hat, und zwar diese kleinen Zwergerl hier. Das ist ein Zwergerl, was auf einen Blumentopf sich draufhängen lässt. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennt. Ich werde euch sonst ein Bild einblenden, wo ich das versuche, auf meinen Blumenkisten zu platzieren. Ich habe das so süß gefunden, das hängt man eben hier so ein. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, beziehungsweise ob mein Finger passt. Das hängt man eben dann hier so oft ein Blumenkistchen und dann lacht dich dieser Zwerg an. Ihr wisst, ich stehe auf so Kitsch und fand die super schnuckelig. Habe ich einmal in Blau mitgenommen, einmal in Gelb und zu guter Letzt einmal auch in so Rosarot. Ja, ich habe die richtig schnuckelig gefunden und habe mir gedacht, ja, um das ein bisschen aufzupimpen. Manche sind einfach bei mir nur weiß oder ja, sehr schlicht, die Blumentöpfe. Und das ist dann doch mal ein Hingucker. Und wenn ich dann meine Blumen gieße oder sie anschaue, dann lacht mich mal so ein Zwergerl an. Dann, liebe Leute, gibt es schon bei Action Herbstdeko und ja, alles so in herbstlichen Farben. Und auch da habe ich zugeschlagen. Ich wollte ja eigentlich meinen Hintergrund sommerlich dekorieren und euch ein bisschen Sommerdeko zeigen. Doch tatsächlich hat mich wirklich die Lust nicht gepackt, um zu dekorieren. Ich weiß nicht, an was es lag. Vielleicht war ich von Haus aus zu spät dran. Dann war es schon super heiß und ich sage es euch jetzt ehrlich, so Mitte, Ende August brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr anfangen. Das lohnt sich einfach nicht. Aber versprochen, die Herbstdeko wird sich hinten ändern. Da habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, das schon früher zu machen. Also vielleicht schon Anfang September. Ja, auch wenn dann vielleicht das Wetter noch toll ist, einfach um September, Oktober, vielleicht noch Anfang November, das dann länger stehen zu haben, bevor wir wieder uns Richtung Weihnachten bewegen. Und da habe ich mir mitgenommen einmal diesen Kürbis hier. Ist das Keramik und ja, ist in einem schönen Orange und ja, hat mir richtig gut gefallen. Und dann noch diesen hier, und so bräunlich. Ja, nebeneinander habe ich die ganz schick empfunden, kann ich mir auch gut für meinen Videohintergrund vorstellen. Hat mich angesprochen. Stelle ich mal hier hinten auf. Fand ich eigentlich richtig schnuckelig. Dann habe ich mitgenommen, und das habe ich schon mal in klein mitgenommen, habe ich jetzt in groß gesehen, ein riesiges Holztableau. Kommt so auf so Beinchen. Und ja, ist wirklich riesig. Und ich dachte mir, ja, das vielleicht so im Hintergrund zu dekorieren. Denn ich habe dann noch ein Teilchen dazu gekauft, das zeige ich euch auch. Ich muss die beiden Sachen nur raufholen, weil die richtig groß sind im Moment. Einer der beiden Teilchen ist diese fette Vase hier. Hat mir richtig gut gefallen. Ich kann mir vorstellen, wenn ich die mit dem Tableau davor dekoriere, oben vielleicht ein paar Herbstzweigerl und dann die Kürbisse noch dazu, kann ich mir das als Videohintergrund richtig gut vorstellen. Ich finde die Farbe sehr spektakulär und ihr seht, die ist riesig. Hat auch einen richtig großen, hohen Stiel. Da hat mir richtig gut gefallen und ihr wisst, auf Deko stehe ich sowieso. Und ich ja, glaube, dass das ziemlich hübsch aussehen kann. Als Alternative sollte mir das beim Dekorieren nicht so gefallen und ich nutze es vielleicht irgendwo anders. Ich stelle es nur mal hier hinten ab. Habe ich mir überlegt, einen anderen Kürbis, den ich richtig spektakulär finde, so noch nie gesehen habe. Und zwar die Rede ist von diesem hier. Ein richtig schöner goldener Kürbis, ist jedoch richtig groß. Und das Highlight an dem ist, ich habe es schon probiert, er leuchtet. Und ich finde ihn so toll. Ich hoffe, man kann es gut erkennen, dass der richtig hübsch leuchtet. Also ein richtig toller Hingucker. Und auch den kann ich mir als Videohintergrund richtig gut vorstellen. Geht eben mit Batterie. Ist denn so gold, passend für den Herbst, auch der goldene Herbst gefällt mir richtig gut. Ja, mit den neuen Dekoteilen und natürlich meinen alten Dekoteilen kann ich mir vorstellen, dass da die Lust bei mir viel, viel schneller kommt, denn den Kürbis finde ich schon richtig toll und ja, man muss ihn ja nicht die ganze Zeit leuchten lassen und vielleicht dann auf diesem Tablet drauf dekorieren.
Ich glaube, dass mir das richtig gut gefallen könnte und bin mega happy, dass ich den gefunden habe. Ja, ich glaube, wir sind durch. Ich schaue mir meine ganzen Säckchen an. Ja, doch einiges gekauft. Ich weiß nur aktuell gar nicht den Preis. Ich lag irgendwo, glaube ich, zwischen 70 und 80 Euro. Also gar nicht mal so wenig. Bin ja auch froh, dass ich die letzten Male davor eher weniger geshoppt habe. Aber bei der Herbstdeko bin ich wieder schwach geworden. Jetzt im Nachhinein ärgert es mich, dass ich sommerlich nicht dekoriert habe, weil ich ja auch so tolle Teile geshoppt habe. Aber die sind ja deswegen nicht weg. Die werden dann einfach nächstes Jahr zum Zug kommen. Vielleicht brauche ich dann auch nichts mehr kaufen. Und freue mich trotzdem dekorativ zumindest schon sehr auf den Herbst. Ich weiß nicht, wie es euch da gibt. Habt ihr schon Herbstdeko geshoppt? Schreibt mir das mal super gerne in die Kommentare. Dekoriert überhaupt herbstlich? Und was haltet ihr von meinen ganzen neuen Schätzen, was die Herbstdeko betrifft? Schreibt mir das super gerne. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, freue mich, dass ihr dabei wart und hoffe, wir sehen uns auch in meinem nächsten Video wieder. Alles Liebe, meine Süßen. Bis bald. Tschüssi, Baba.